Willkommen in unserem Unterschlupf hier bei mir in Dishonored, die Maske des Zauns mit dem DLC The Knife of Dunwall. Sokolovs Elixiere waren hier drin und wir sind in der Rolle von Daud, das habe ich schon gesagt. Und wir sind in unserem Hauptquartier, das habe ich noch nicht gesagt. Und das wird ja gerade erst angegriffen und deswegen müssen wir es verteidigen und unsere Leute da rausholen. Und wie wir das am besten machen, das werden wir im Verlauf dieses Abenteuers auf jeden Fall herausfinden. Vor allem, wer oder was alles von diesem Angriff betroffen ist. Und wir hatten das ja quasi schon im Hauptspiel gesehen, dass es hier einen Angriff gab. Es gab ja hier ganz, ganz viele von den Wachen, die draußen allerdings rumlagen, nicht hier drin selber waren. Auf Sir Hume. Das ist derjenige, den wir ausschalten sollen. Und die gefangenen Assassinen. So, wir benutzen unsere Kraft, um uns hier schön umzusehen. Da wimmelt es wieder von Leuten. Springen wir hier ab. Upsala. Sind wir jetzt tiefer gefallen, als ich wollte? Tatsächlich. Wow. Ergreifend. Ich bin ein bisschen verschnupft, das muss ich entschuldigen. Keine Ahnung, wie ich mir sowas einfangen konnte. Weiß ich nicht. So, jetzt sind wir hier richtig. Deswegen, wenn ich mal schniefe, es tut mir leid. Aber das macht man, wenn man krank ist. Sondern da führt leider auch kein Weg dran vorbei. Hier ist alles zu und dicht. Brauchen wir gar nicht großartig zu gucken. Und da oben stehen trotzdem noch ganz viele von diesen Leuten rum. Ich dachte nur, vielleicht finden wir hier noch was, aber hier ist scheinbar alles nur Schicht im Schacht. Deswegen. Na, da kommen wir nicht ran. Also wieder zu. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? In der Tat, das glaube ich. Jetzt habe ich leider die Unterhaltung nicht richtig mitbekommen, weil wir hier so an der Kette hingen. Aber die verdammten miesen Penner werden wir auf jeden Fall ausschalten. Uhu, hier kommen wir also dann doch durch. Aber wir werden das wie immer natürlich versuchen, nicht tödlich zu machen. Denn wir sind ein guter Assassine. Ein Assassine, der nicht tötet. Sofern man da überhaupt von gut sprechen kann. Erinnerungen. Lesen wir das doch mal. In letzter Folge haben wir auch ganz schön viel gelesen. Deswegen setzen wir das einfach mal fort. Erinnerungen. Auszug aus den Erinnerungen eines Kapitäns. Notiert auf dessen Totenbett. Ich sage Ihnen, schon der Anblick des Tieres lässt einem das Herz höher schlagen. Seine Größe übertrifft die der größten Schiffe und sein Gesang hallt auf den Meeren wider. Eine einzige Flosse ist so schwarz wie die Fesseln auf dem Grund des dunkelsten Gewässer. Doch der Rest des Tieres ist so weiß wie tyvianischer Schnee. Selbst die Tentakel unterhalb seines Gesichts sind vom bleichen Weiß. Sie zappeln und verdrehen sich in den dunklen Tiefen. Wenn ein großer Wal durch das Wasser bricht, verliert alles andere an Bedeutung, wird entfernt und klein. Als wäre man zu einem verlorenen, einsamen Ort transportiert worden, der nicht existieren kann oder darf. Mein ganzes Leben lang hing ich diesem Traum nach, der sich mit mir ins Gedächtnis einbrannte, als ich gerade einmal 10 Jahre alt war. Seit meinem ersten Jahr auf See hat mich diese Schau nie verlassen. Ich habe seine Spuren verfolgt. Halb wahre Gerüchte auf die geringsten Hinweise hin verfolgt, der Teil eines Liedes gesungen von Musikern in einer Kneipe in Morley am Rande einer Stadt nördlich von Kolkenny, oder eine Zeichnung, die in den Hinterlassenschaften eines toten Seemanns gefunden wurde. In seltenen Momenten hatte ich greifbare Beweise, etwa ein Abendessen und ein Gespräch mit einem Kapitän, der im letzten Jahr einen großen Wal gesehen hatte. Mit 13 war ich mit Walschaum bestens vertraut und mit 16 zweiter Kapitän auf unbekannten Gebieten der See unterwegs.
Als ich mit 20 mein eigenes, reichlich klappriges Schiff bekam, war ich bereits als der blutrünstigste Walfänger der ganzen Insel bekannt. Der besessenste und der, den die Frustration in den Wahnsinn getrieben hatte. Doch wie viele hunderte Wale ich auch jagte und tötete, ich sah den Traum nie wieder. Ich trieb mein Schiff und meine Männer an wie Schlittenhunde im kältesten Winter. Im Laufe meines Lebens gab ich die Hoffnung nie auf, ihm noch einmal zu sehen. Das kalte, tote Fleisch an Deck zu berühren. Ich musste noch einmal seinen Gesang hören, musste wissen, welche Wirkung er auf mich hatte, mich in die letzten Momente seines Lebens werfen. Doch jetzt, da ich gegen mein eigenes Alter und meine schwindende Gesundheit ankämpfe, bringt mein wachsender Wahn diese Vision zum Verstummen. Mein Kindheitstraum, so dass ich mich frage, ob er überhaupt jemals wahr gewesen ist. Meine Lebensgeschichte scheint bereits geschrieben zu sein. Und ich scheine versagt zu haben. Ich muss nun feststellen, dass dieser Traum reiner Wahnsinn war. War er tatsächlich real? In meiner Welt war er es. Tja, erinnert so ein bisschen an Moby Dick. Würde ich tatsächlich sogar sagen. Gut, er ist ein Aufseher. Den müssen wir aus dem Weg gehen. Die Musik ist ganz cool. Ein bisschen orientalisch angehaucht. Tatsächlich sogar. Wir kommen hier auf jeden Fall raus. Ich finde es ein bisschen schade. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dass unsere Reichweite ein bisschen begrenzt ist. Ricardus behauptet, die Litanei der Weißen Klippe in einer Nacht auswendig gelernt zu haben. Ist so etwas möglich? Sie laufen die herum, schauen nach unten und so. Ich trau mich gar nicht hier raus. So, jetzt sind wir wieder ganz unten. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob wir zuerst unsere Leute befreien sollten oder nicht. Ich bin schon sehr, davon angetan, das zu tun. Weil unsere Leute haben damit nichts zu tun. Das ist ein Kampf zwischen uns und eben diesen Arschlöchern. Deswegen, was haben wir hier? Wacher Geist. Was bringt uns das? Tränke geben dir etwas mehr Mana zurück. Ja, das hört sich gut an. Es dauert etwas länger, bis die Wirkung des Adrenalins abebt. Ich weiß nicht immer noch nicht, was das heißt. Kämpft in Interaktion mit Leichtigkeit. Wirbelwind. Schwingt dein Schwert etwas schneller. Das benutzen wir eigentlich nicht. Deswegen nehme ich mal den Wachen Geist zu uns. Ganz schön viele von diesen Hunden hier. Die Lage ist schlecht. Könnte es um die Stadt noch schlechter stehen? Die Chancen stehen gut. Und da sind ganz schön viele von diesen Spinnern. Und der Kamin ist leider nicht wirklich zugänglich. Also hier oben sind zwei auf der Etage. Können wir jetzt Zeit anhalten? Ja, nee. Doch, können wir, aber... Ich glaube, das war nur relativ beschränkte Zeit anhalten. Mein, mir wäre es im Grunde egal. Hauptsache, wir können sie anhalten. Wir brauchen wirklich diese Kraft und ich werde das jetzt gleich mal versuchen. Wirst du die Stadt dieses Jahr während des Fests der Fuge verlassen? Ja, ja. Nein. Upsala, das war überhaupt die falsche Kraft. Ich dachte, ich hätte die schon ausgerüstet gehabt. Sorry. Ja.
Ich hoffe, die... Ach nö. Was gibt es? Ich werde dich finden. Ich für deine Verfehlung. Ach, jetzt sind die wieder runtergefallen. Warum müssen die denn immer runterfallen? Das ist doch doof. Sorry, da muss ich nochmal irgendwie anders rangehen. Es tut mir leid. Jetzt kann ich mir wenigstens die Nase putzen. Sehr gut. Haben wir das jetzt schon hier gelesen oder nicht? Ich guck mal kurz nach. So, jetzt haben wir sie auf jeden Fall drin. Es scheint relativ schwer zu sein. Vor allem scheint es relativ schwer zu sein, ohne irgendjemanden zu töten dabei. Komm, wir brauchen ein paar Erfolgserlebnisse. Dazu müssen wir hochklettern. Wie verdammte Ameisen. Ah, Mist. Der geht wieder zurück. Und wo geht der hin? So. Ich hoffe nicht, dass sie einen hier einfach so sehen können. Mann, das sind verdammt viele von denen. Fast zu viele, würde ich schon sogar sagen. Aber uns kommt, müsste das ja alles relativ bekannt vorkommen hier. Die ganze Gegend. Explosivbolzen. Weiter hoch geht's nicht. Hier kommen wir leider nicht raus. Da auch nicht. Mann, ey. Da weißt du gar nicht, wie du ansetzen sollst, weil hier überall irgendwelche Leute sind. Um sie einfach wegzuschaffen, das ist auch nicht so easy. Vielleicht waren wir doch andersrum besser bedient. So, jetzt könnten wir theoretisch, wenn der ihn nicht anstarren würde. Mann, nein. Och nö. Warum mache ich das dann immer alles falsch? Ärgerlich. Das passiert immer nur dann. Ich glaube, ich bin nicht ganz auf der Höhe durch die Erkältung oder durch den Schnupfen. Allerdings hatte ich jetzt auch nicht die Zeitverlangsamung da drin, wie ich sie eigentlich hatte. Deswegen hat das jetzt nicht funktioniert. Ein bisschen dämlich oder ein bisschen doof. Aber ich versuche es trotzdem lieber mal von der anderen Seite. Die bewegen sich auch viel zu schnell, weil du kannst sie nicht... Ich kann zwar Zeitverzögerungen machen, aber die müssen einmal so stehen, dass ich das benutzen kann und schnell genug dann hin und her springen kann, um sie auszuschalten. Und das ist eben nicht so einfach. Wir sind jetzt nochmal hier. Ich werde gleich auf jeden Fall... Zack. Ich werde gleich auf jeden Fall mal hier meine Kraft wieder verbessern. So, dann schleichen wir uns mal hier so erstmal herum. Wir haben ja gesehen, dass hier nichts ist, nichts Böses. Und wir hier unsere Tranksache kriegen, die wir auch sofort wieder ausrüsten. Überwältigen. War das überwältigen? Nein. Wirbelwind. So. Wacher Geist. Ja, ich würde am liebsten würde ich die auch einfach alle kalt machen. Die haben es ja quasi verdient. Wahrscheinlich rechnet eigentlich das Spiel auch damit, dass wir das so machen. Statt anders. So.
weiß bloß nicht genau die Wege von denen. Grund ist es mir auch egal, ob sie uns entdecken oder nicht. Geht es gerade nur hauptsächlich darum, dass... So, dann machen wir das halt so. Der müsste sich jetzt wundern, wo sein Kumpel hin ist. Aber immerhin ist er jetzt alleine. Sollte ja zumindest sein. So, und den könnten wir uns dann holen, wenn er hier hinkommt. Wenn er sich dahin stellt. Ich weiß nicht, in welcher Taktung die hier laufen. Oder generell, wie sie laufen, weiß ich nicht. So. Wirst du die Stadt dieses Jahr während des Fests der Flüge verlassen? So. Der nächste, der quasi ausgeschaltet ist. So, dass er den einen nicht auch da einfach hingeworfen hat. Attentäter. Okay. Gerissen haben wir bis jetzt noch gar nichts. Nur, dass wir eine Etage höher jetzt sind. Nur ein gefangener Assassine, der noch lebt. Wenn wir den einen hier ausschalten können. Weil die bewachen den. Relativ gut. Nochmal. Also wenn wir den von hinten erwischen, dann gibt es gar kein Problem. So. Okay. Ja, tut mir leid, ich werde wahrscheinlich es gar nicht mal schaffen, den jetzt zu befreien. Doch, das werde ich schaffen. Und ich höre euch schon leise schreien. Speicher! Speicher ab! Speicher ab, bevor du wieder alles kaputt machst. Und das werde ich auch gleich machen. Ganz ehrlich und so. Und zwar jetzt. Ich speichere mal sicherheitshalber. Und dann werde ich diese freundlichen Herren, die mir das Leben schon ein bisschen schwerer machen, in den Arsch treten. Und dann haben wir wenigstens den Gefangenen befreit. Dann haben wir wenigstens etwas erreicht in dieser Folge. Auch wenn nicht viel, aber wenigstens etwas. So. Na, wie wär's? Ich hab's doch vorhin geschafft, darüber zu kommen. Geht das jetzt nicht mehr? Mist. Warum ging das gerade nicht mehr? Das verstehe ich nicht. Okay. Ja, Sir. Natürlich. Sie haben recht. Die reden da miteinander, aber ich habe keine Ahnung, was sie da reden. Ja, irgendwie kommen wir da nicht mehr hin. Das ist wie verhext. Oh, da war's. So, Moment. Und zack. Zum letzten Mal. Wo ist Daud? Okay, wir müssen das so machen.
Und sie wussten nicht mal, was sie trifft. Huhuhu, wir sind da, meine Freunde. Ich sollte dich töten, weil du etwas verraten hast. Nein, hast du nicht. Ich schmeiß sie gerne hin und her. Okay, Beute nehmen. Das wollte ich eigentlich. Leider nur ein paar von den Dingern. So. Reden wir mit ihm. Meine Hände sind gefesselt. Binden Sie mich los. Ja, warum sollte ich dir vertrauen? Binden Sie mich los. Ich bin gefesselt. Ja, ich sehe, dass du gefesselt bist. Meine Hände sind gefesselt. Na gut. Binden Sie mich los. Ich schaffe es. Ich erwarte Ihr Signal. Schlage den Aufseherangriff zurück. Ein gefangener Assassiner wurde befreit. Befreit die drei deiner gefangenen Assassinen. Haben wir geschafft. Super, ne? Sehr gut. Haben wir erledigt. Und in der nächsten Folge geht's hoffentlich ein paar anderen Leuten noch hier auf den Kragen. Und es wird nicht eine ganze so Schnarchparty. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Bye.